gutes Buch, gerade auch für diese heutige Zeit, mal zu wissen, was bald passieren wird. Ne? Dazu kannst du dir auch Videos von Roger Libby angucken, die Auslegung zur Offenbarung. Der hat das super top ausgelegt. Ja, okay, krass. Aber eine Sache habe ich noch, ne? War, es ist doch alles vorherbestimmt, oder? Ja, aber die Menschen sind nicht für die Hölle vorherbestimmt. Wir haben den freien Willen, wir können selber entscheiden, wohin wir gehen, was wir machen. Okay, also quasi unser Endschicksal, das liegt in unseren Händen quasi. Du hast, jeder ist seines Glückes Schmied. Und du selber hast die Möglichkeit, dich bewusst für den Herrn Jesus Christus zu entscheiden oder nicht. Gott zwingt dich ja nicht. Gott ist ja Liebe und aus Liebe heraus lässt er dir eine Entscheidung. Verstehst du? Sonst wäre ja Gott nicht Liebe. Es sagen ja viele zum Beispiel, ne, auch Christen, ich habe mit vielen Christen diskutiert, auf TikTok, die sagen, es ist alles vorherbestimmt. Auch unser Leben, ne? Dann denke ich mir, okay, wenn alles vorherbestimmt ist, ne? Wo ist da mein, da habe ich ja gar keinen freien Willen. Dann wären wir ja Roboter. Das ist ja Quatsch. Ja. Wir haben einen Verstand vom Herrn Jesus Christus bekommen. Wir selber können entscheiden, wohin wir gehen wollen. Der Herr zwingt uns doch nicht. Ja klar, aber du siehst halt die Widersprüche. Vorherbestimmung? Ne? Vorherbestimmung gibt es im Islam, das nennt sich Qadr. Verstehst du? Qadr. Okay. Die glauben an Vorherbestimmung. Ja, das ist doch. Deswegen sagt Allah, Allah hat auch für diejenigen, die schon bereit sind für die Hölle, hat er sich vorbereitet. Und die, die für Paradies, ist schon alles vorbereitet. Also das ist ja Quatsch. Da brauchst du ja gar nicht mehr zu beten, fasten, gar nichts mehr. Ja, wofür das Ganze, wenn alles vorherbestimmt ist? Da gibt es auch diesen berühmten Hadith aus Sahih Muslim, wo ein Kind der Ansar gestorben ist und das noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat oder das Alter, wo man sündigen kann. Also als ein Baby quasi, als Kleinkind, 2, 3 Jahre oder was, wo der Verstand noch nicht mal richtig eingesetzt ist oder wie. Und das Alter, wo das Kind noch nicht mal sündigen konnte, da freut sich die Aisha, ganz klar, wie sich jeder Mensch freuen würde. Ah, Rasulallah. Klar ist man traurig in dem Moment, weil das Kind gestorben ist. Aber man weiß, okay, dieses Kind ist jetzt im Himmel, bei Gott. Und dann sagt Aisha, oh, Allahs Gesandter, dieses Kind, es ist Glückseligkeit, es wird ein Vogel von den Vögeln der Paradiese sein. Und dann sagt der Mohammed auf einmal, Aisha, es könnte auch anders sein. Dieses Kind könnte auch quasi in der Hölle landen, weil Allah schon vorherbestimmt hat, wer in die Hölle geht und vorherbestimmt hat, wer ins Himmelreich geht. Ein Kind, das noch niemals gesündigt hat, hat auch nicht die Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen. Ja, wofür bestraft uns denn dann Allah oder Gott? Für Sünden. Wir begehen Sünden und dafür bestraft uns doch Gott. Und dieses Kind hat nicht die Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen. Ja. Was soll das, Mann? Ich denke mir das auch, wenn ich das mal höre, so von Muslimen und von Christen, ne? Ja, alles ist vorherbestimmt, ne, unser Schicksal. Und gleichzeitig sagen die, wir haben einen freien Willen, ne? Das widerspricht dich ja, ne? Das ist Widerspruch, ja, natürlich. Das sind anders, Muslime, ne? Die sich nicht auskennen. Das sind Muslime, die sich aber nicht auskennen, die Christen, glauben an Qadr. Viele Christen, mit denen ich diskutiere auf TikTok. Ja, das sind Calvinisten. Das sind Calvinisten. Ja. Deswegen die das nicht glauben, dass der Mensch freien Willen hat. Ja, deswegen habe ich das gerade bei dir angesprochen. Du hast es jetzt ganz anders. Ja, also, ich bin kein Calvinist. Ich bin kein Calvinist und das ist für mich auch nicht die Lehre, die ich vertrete. Gott, der Allmächtige, hat uns aus Liebe heraus die Entscheidung gegeben, selber zu entscheiden, wo wir hingehen möchten. Der Herr hat uns doch einen Verstand gegeben und mit diesem Verstand können wir arbeiten und aktiv auf die Suche nach Gott gehen. Sonst würde der Herr ja nicht sagen, in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, nach mir ruft, so werde ich mich von euch finden lassen. Da brauchen wir ja auch nicht nach ihm zu suchen, wenn alles vorherbestimmt ist. Ja genau, wenn alles vorherbestimmt ist, ne? Da brauche ich ja gar nichts mehr zu machen, sozusagen. Genau, warum soll ich denn auf die Suche nach Gott gehen? Ja. Ja, da kann man ja sagen, wenn jemand einen anderen tötet, ne? Der kann nichts dafür. Der Gott wollte das so, weißt du? Ja. Ich meine, der kann ja nichts dafür, ist alles vorherbestimmt. Ist wie so ein Film halt, ne? Der Anfang und das Ende ist bekannt, ich weiß, wir sind halt nur gesteuerte Roboter, ja, das stimmt. Das also ich glaube nicht an Vorherbestimmung, wir Christen glauben nicht an Vorherbestimmung, ich bin auch kein Calvinist, ich glaube an freien Willen und dass der Jesus Christus uns diesen freien Willen gegeben hat, aus Liebe heraus auch, dass wir selber entscheiden, wohin wir gehen möchten. Es gibt Menschen, die sich bewusst gegen Jesus Christus entschieden haben, die auch die ganzen Beweise auch mit ihren Augen sehen und sagen, ich will Jesus Christus trotzdem nicht. Kennst du ja diese Menschen? Die sagen, okay, ich habe verstanden, dass die Bibel sagt, Jesus ist Gott, er wurde gekreuzigt, die historischen Beweise sind da. Ich möchte Jesus Christus trotzdem nicht. Bewusst gegen Jesus Christus entscheiden. Siehst du? Freier Wille. Es gibt Menschen, die sich bewusst entscheiden. Es gibt Menschen, die Jesus Christus ablehnen. Und da müssen sie mit den Konsequenzen auch klarkommen. Ja, klar.
mal interessant. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne an Gott. Gott lässt uns die freie Wahl. Aber im Islam gibt es ja diese freie Wahl nicht. Sobald die Muslime eine Anzahl an Menschen erreicht haben, an Muslime erreicht haben, werden sie Sure 9, Vers 29 an uns praktizieren. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben. Weil warum? Weil Sure 47, Vers 35 dann eintritt, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Verstehst du? Also ja, die Muslime sind nur dann friedlich, wenn sie in der Unterzahl sind. Aber da habe ich auch mal eine Frage zu. Du kriegst ja vieles aus dem Koran, ne? Und sagst, Allah hat das befohlen, Allah hat das befohlen, ne? Ja. Du glaubst du jetzt, also Mohammed hat bewusst gelogen, ne? Oder er hat das wirklich irgendwie im Traum gesehen oder was glaubst du da? Also meiner Meinung nach hat Mohammed alles selber erfunden. Niemand hat ja diesen Engel Gabriel gesehen, nur Mohammed hat ihn ja gesehen. Und ständig hat er dann einfach so gesagt, ja, jetzt hat der Engel mir das und das gesagt. Und das sehen wir auch in den Hadithen, als er gefragt wurde, als ein Muslim zu ihm kam. Ich glaube, das war ein Muslim, ich weiß nicht, war ein Jude oder ein Muslim, kam zu ihm, ich kann gleich den Hadith aufmachen. Da hat ihn über drei Dinge gefragt, die nur ein Prophet weiß. Und in einer dieser drei Dinge wurde ihr gefragt, wie kommt es dazu, dass die Ähnlichkeit des Kindes entsteht? Und dann sagt der Mohammed allen Ernstes, wer sich zuerst entlädt, wenn eine Frau beim sexuellen Akt zuerst kommt oder der Mann zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Und das hat ihm Gott gesagt. Also Gabriel hat ihn darüber informiert, dass Gott ihm das so jetzt gesagt hat. Musst du mal vorstellen, was das für ein Quatsch ist. Geh mal zu einem Arzt und erklär ihm das mal, was Mohammed da gesagt hat. Der erklärt dich für verrückt. Ja, klar. Also was die Ähnlichkeit des Kindes anbelangt, bezieht sich darauf, dass beim sexuellen Akt der Mann oder die Frau zuerst kommt. Was ist das für ein Blödsinn, Mann? Das ist eine Lüge. Ja, das ist klar, das ist klar. Ja, klar. Ja, krass. Auch die Tatsache, dass er sagt, dass Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Und dann habe ich mal gegoogelt, was die Flüssigkeit, die gelb ist, aus einer Frau rauskommt. Das ist eine Geschlechtskrankheit, Mann. Das hat der Mohammed gesehen. Das sind Geschlechtskrankheiten, die aus einer Frau rauskommen, aus ihrer Vagina. Google das mal. Geschlechtskrankheit, gelbe Flüssigkeit aus einer Vagina. Das hat der Mohammed gesehen. Weißt du auch warum? Weil der Mohammed eine ganze Runde an einem Abend bei seinen Frauen gemacht hat und sich nur einmal gewaschen hat. Und zu der damaligen Zeit in Arabien gab es ja noch nicht dieses so Sauberkeit und sowas. Der hat einfach gemacht. Ja, der hat einmal nur Ghusl gemacht. Und dieses Ghusl ist eine Körperwaschung. Er hat also die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Frau. Der hat ja 9 Frauen gehabt oder 11 oder 13. Hat sie an einem Abend beglückt und hat sich nur ein einziges Mal gewaschen. Was meinst du, was das für Ausmaße annimmt, wenn du sowas machst? Ja klar, das ist krass. Ja, die ganzen Körperflüssigkeiten, die er da austauscht. Da kann ja nichts Gesundes dabei rauskommen. Also hat Mohammed diese gelbe Flüssigkeit gesehen, die aus der Frau austritt. Das waren also Geschlechtskrankheiten. Und der dachte, das sind die Spermien einer Frau. Und da sehen wir, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist. Das war's. Ja, das ist krass. Ich habe den Islam komplett ruiniert und sein Prophetentum gerade ruiniert. Ja, es gibt viele Katastrophen auf der Welt. Ne? Guck doch mal diese ganze Ideologie an, weißt du? Religion, Ideologien, so viele, weißt du? Was Religion anrichten. Du siehst ja, was Religion anrichten. Gott sei Dank kam der Herr Jesus Christus, um uns genau das Gegenteil von Religion zu zeigen. Ja? Ja. Er kam auf die Erde und hat uns genau das Gegenteil von Religion gezeigt. Dass wir nicht versuchen, Gott irgendwie zu gefallen, sondern dass Gott uns so sehr liebt und die Form eines Menschen annahm, um uns ganz nah zu sein. Die Religionen sind ja irgendwie so ein Versuch, irgendwie Gott näher zu kommen. Aber der Jesus Christus ist ein Gott, der uns nahe kam. Merkst du? Genau das Gegenteil von Religion. Okay, krass. Haben wir eine andere Frage. Isst du eigentlich Schweinefleisch? Ich habe seit Kindheit an, wir essen zu Hause nie Schweinefleisch. Meine Eltern essen nur Hühnchen, Lamm und Rind und sowas. Wir haben nie nie Schweinefleisch. Aber du hast jetzt Schweinefleisch seit der Kindheit. Ja, ich würde auch hier so eine Beefy essen, ist für mich völlig egal. Hier geht es nicht um Speisen und alles Mögliche, das ist doch gar kein Thema. Es geht darum, dass wir eines Tages zur Hölle fahren, wenn wir nicht den Herrn Jesus Christus haben. Da ist es völlig egal, ob du ein Beefy isst oder eine Schweinehaxe oder was auch immer. Hier geht es um etwas Kosmisches.
Hier geht es doch nicht irgendwie irgendeine Speise, die man isst. Das ist doch Quatsch. Wir müssen weiterdenken, wir müssen geistiger denken, wir müssen unser Verstand weiter öffnen, anstatt nur so klein zu denken über Speisegebote jetzt und sowas. Wir müssen also geistlicher werden, so ist das. Aber trotzdem, Amir, musst du aber generell zugeben, ne? Trotz deiner Überzeugung und so weiter, ne? Es gibt ja auch noch das irdische Leben, weißt du? Arbeiten gehen, weißt du? Familie gründen. Weiß nicht. Ja, natürlich. Das kann man ja alles machen, das ist ja gar kein Thema. Das sollte dich ja nicht vom Herrn Jesus Christus abhalten, sondern du kannst ja auf den Herrn Jesus Christus hören, eine Familie gründen, deine Familie zum Glauben bringen, stärken und. Der Herr Jesus Christus gibt dir ja die Möglichkeit, eine Familie. Aber wie ist jetzt zum Beispiel, Amir, ne? Politik gehört auch zum Leben, ne? Wenn sich ein überzeugter Christ wie du jetzt zum Beispiel, ne? Mein Lieber, der Herr Jesus Christus sagt. Der Apostel Paulus sagt in Römer 13, dass wir uns jeglicher Obrigkeit unterordnen sollen, weil jegliche Obrigkeit vom Herrn eingesetzt ist. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Nee, überhaupt nicht. Hast du gerade einen Laptop oder sowas, wo du kannst kurz das vorlesen? Nee, ich habe nur Handy. Ohne Scheiß, nur Handy. Hast du zwei Handys, dass du von einem Handy auf das andere ablesen kannst? Oh Mann. Nee, ich hab wo bist du denn? Bist du nicht zu Hause? Ich bin zu Hause, ich habe aber nur ein Handy. Mein Laptop ist kaputt. Du hast keine Bibel zu Hause? Also, nee. Gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Du, ich bitte dich, du wirst dir heute eine Bibel besorgen, dass du wenigstens eine Bibel zu Hause hast. Wo kann man sowas besorgen? Du kannst dir eine kostenlos bestellen unter kostenlosebibel.de. Selbst kostenlos, aber du kannst diesen Geschwistern ja auch etwas spenden oder was. Weil das ist ja. Teuer, dieses ganze, die ganze Druckerei und so. Was, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, könnte ich machen, ja, lass auf jeden Fall. Genau, dass du immer eine Bibel zu Hause hast, dass du immer nachschlagen kannst, was ich hier sage und was die Geschwister sagen, dass du immer wieder nachschlagen kannst, nachprüfen. Ne? Ja, das okay. Siehst du, wenn ich mit Muslimen rede, dann sage ich zu denen, hast du einen Koran da? Weil ich bin ja gerade am Fahren. Deswegen will ich, dass er das vorliest. Weil ich habe ja sehr vieles in meinem Kopf abgespeichert. Ja, klar, klar. Krass. Und du siehst ja, dass viele Muslime auf einmal sagen, ich habe keinen Koran. Ich habe meinen Koran meinem Bruder ausgeliehen. Koran ist nicht da. Koran ist nur auf Arabisch. Ich kann kein Arabisch. Warum? Das ist unglaublich. Was ich schon für Antworten hier bekommen habe. Es ist ultra heftig. Ja, das ist echt krass. Ey. Ja, Gott segne diese Muslime. Wie ich diese Menschen liebe auch, ehrlich. Alle, ich liebe alle Menschen. Ja, aber du hast auch von dem Anschlag gehört in Hamburg, oder? Von den Zeugen Jehovas, oder? Ja, das war ein Zeugen Jehovas selber, ne? Genau. Aber ist schon krass, ne? Dass in einem Gotteshaus, ne? Dass quasi Jesus Christus das nicht aufhalten konnte, oder? Der Herr lässt doch zu, wir haben doch den freien Willen. Du kannst doch selber entscheiden, ob du es machst oder nicht. Richtig? Ja, klar, klar. So sieht's aus. Der Herr gibt dir die Möglichkeit, es nicht zu tun. Warum gehst du hin, dass du machst es? Ja. Aber Armin, ich weiß einmal, was du gesagt hast. Ich habe mir ein Video von dir angeschaut, aber ne? Da gab es einen Anschlagsversuch auf dich. Von irgendwelchen Tschatiken oder so, wie die heißt, ne? Tatschik. Du hast dann. Tschatik. Du hast halt die Geschichte erzählt. Tatschik. Ich weiß nicht, ich kann das nicht aufschreiben. Tatschiken. Ja, genau, Tatschiken. Ach, scheiße, ne? Auf jeden Fall, du hast halt die Geschichte erzählt, ne? Und du hast halt erst erzählt, wie das war. Du bist aus dem Fitnessstudio gekommen und so weiter, du wurdest beschattet von denen. Und du warst kurz davor, ne, dass sie dich erschießen. Aber da meintest genau, du... Genau, die waren kurz Jesus davor, Christus, die waren kurz davor. Genau. Da meintest du aber, der Herr Jesus Christus, ne, hat dich beschützt. Richtig. Also das heißt, Jesus Christus hat bei dir eingegriffen, weißt du? Ja, natürlich, der hat den Staatsschutz, den Verfassungsschutz, Staatsschutz dahin geschickt. Und hat die Menschen dann aufhalten lassen, die mich versucht haben zu ermorden. Und die sind heute mit hohen Haftstrafen im Gefängnis. Ne? Und danach gibt es Abschiebung. Ja. Und du weißt, dass Tadschikistan ganz, ganz hart mit denen verfährt. Ich glaube, die werden auch umgebracht, wenn sie dann in ihr Land ankommen. Ne? Aber erfahren, dass das auch noch, dass die vom Islamischen Staat so beauftragt wurden, so einen Anschlag zu verüben. Dann kannst du dir von ausgehen, dass Tadschikistan nicht zimperlich mit ihnen umgeht. Ne? Ja, klar. Und da hast du aber gesagt, traurig, du kannst ja mit dem freien Willen, weißt du? Das,
Jesus uns einen freien Willen überlassen hat. Ne? Aber da in dem Fall, bei dir hat Jesus Christus eingegriffen, aber bei den Zeugen Jehovas nicht. Ne? Ja, der Herr entscheidet doch, wo er wen hilft und macht und tut. Da musst du den Herrn das überlassen und ihm vertrauen. Und ich vertraue dem Herrn. Du siehst ja, der Herr Jesus Christus hat mir eine kleine Kraft gegeben, weil ich seinen Namen nicht verleugnet habe vor dieser ganzen Welt. Und er hat mir Offenbarung 3,8 gegeben. Das habe ich ja sehr oft den Leuten erklärt, wo eine Schwester zu mir kam, als ich mich taufen habe lassen, hat sie mir das eingerahmt. Und ich den Herrn gefragt habe, Herr, wenn das alles dein Wille ist, dann schick mir ein Zeichen. Und dann schlage ich so die Bibel auf einmal schlage ich Offenbarung 3,8 auf. Siehe, ich habe dir eine kleine Kraft gegeben und dass du meinen Namen nicht verleugnet hast. Und siehe, diese Tür kann niemand verschließen. Und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und dann kam auf einmal diese Schwester mit von 1 Million wundervollen Versen aus der Bibel, kam sie genau mit diesem Vers eingerahmt für mich, meinte hier, der Herr hat mir das für dich gegeben. Ich dachte so, Mann, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Auch jetzt, guck mal hier. Krass. Das ist unglaublich. Naja, krass. Und dann wusste ich, Herr Jesus Christus, du bist lebendig. Du bist lebendig also du bist mit mir. Du bist zu 1 Million% überzeugt, ne? Natürlich. Natürlich bin ich überzeugt. Sonst würde ich das ja nicht machen. Wenn jemand überzeugt ist, du siehst doch, dass der islamische Staat überzeugt ist von ihrer Sache. Deswegen machen sie und tun sie, weil sie glauben, dass Allah die Wahrheit ist, richtig? Ja, genau. Aber jetzt ist die Frage an. Und ich bin auch von meiner Sache überzeugt. Und, aber die Frage, ne? Die Frage ist jetzt, ne? Viele sind ja, es gibt ja viele verschiedene Überzeugungen, ne? Aber was ist wirklich die Wahrheit, ne? Das werden wir erst nach dem Tod wahrscheinlich erfahren. Oder vielleicht gar nicht. Ja, aber du kannst doch die Bibel lesen. Du kannst doch erkennen, wie der Herr Jesus Christus spricht und Bezug nimmt aufs Alte Testament, wer in Wahrheit ist. Du siehst ja, dass die Zeugen Jehovas, was sie mit der Gottheit des Herrn Jesus Christus machen, wer ihr Gründer ist, Charles Taze Russell, ein Hochgrad Freimaurer. Kannst du mal sehen, seinen Friedhof, wo er begraben ist, wie sein Grabstein aussieht, wie eine Pyramide. Ja? So ein Science-Fiction-Autor. Ein Science-Fiction-Autor, der die neue Weltübersetzung da für die Zeugen Jehovas rausgehauen hat. Ja, aber was ich aber meine, Armee, es gibt auch viele, die haben die Bibel gelesen, ne? Und die waren halt nicht überzeugt, ne? Die haben trotzdem gelesen, ne? Und die haben halt eine andere Überzeugung, ne? Weißt du, weil es ist ein Prozess, weißt du, was im Kopf, im Gehirn stattfindet, ne? Weil Glaube, ne? Weißt du, die können wir nicht steuern, weißt du? Das passiert halt im Kopf alles, im Gehirn alles, ne? Weil ein Glaube, ne? Weißt du, was muss da passieren, ne? Dass ich plötzlich überzeugt bin, weißt du? Ja, natürlich, klar. Das ist halt bei jedem unterschiedlich, ne? Jemand liest die Bibel, sagt, okay, war schön, ne? Hat mich aber nicht überzeugt, der andere liest die Bibel und ist total überzeugt, ne? Aber jetzt natürlich, vielleicht natürlich aber Frage, wenn du mit aufrichtigem Herzen an die Sache rangehst, dann wird der Herr Jesus Christus dich schon ziehen. Mach dir keine Sorgen. Er wird dir schon den Weg weisen. Du musst ihn nur darum bitten, aus dem aufrichtigen Herzen, so, ne? Okay, interessant, interessant. Ja, alles klar haben wir, ne? Danke für das Gespräch, cooles Gespräch auf jeden Fall, ne? Gott segne dich, mein Lieber. Halt immer an Jesus Christus fest. Lass dich nicht von irgendeiner Religion in ein Joch zwingen. Alles klar, danke dir, ne? Dann noch Gott viel Spaß, segne, wir sehen uns, ne? Mach's gut.
Das war schon heftig, ne? Als ich dieses Bild von dieser Schwester bekommen habe, ich dachte, ich gucke nicht mal richtig. Auch noch eingerahmt. Der Vers, den ich vom Herrn bekommen habe. Und sie selber sagt auch, der Herr hat mir das für dich gegeben. War für mich vorbei. Da dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. So unfassbar. Wie lebendig der Herr ist. Unglaublich. Bester Mann haben, ja. Ich gucke einfach drauf, direkt bester Mann. Gott segne euch hier wundervoll. Nein, ich bin nicht King. Hört auf, sowas zu schreiben, Amir King. Der Herr Jesus ist der König, der wahrhaftige König der Könige. Seit 5-6 Jahren sind wir jetzt dabei. Das ist unglaublich. Ist das krass. Wie der Herr das auch macht. Ja, aber eines Tages hat alles einmal ein Ende. Ne? Man weiß ja nicht, wie lange das noch so weitergeht. Ne? Das weiß man nicht. Es liegt alles in den Händen des Herrn. Der Herr entscheidet.
Dr. Scherer, aber wir müssen ganz kurz hier etwas suchen. Aber irgendwie findet er das nicht. Irgendwie findet der Dr. Scherer das nicht. Deswegen ist er auch gerade so sehr, sehr konzentriert dabei. Ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Egal, wer sich gerade hier drinnen befindet, du bist wundervoll. Du bist schön, du bist einzigartig, von Gott einzigartig gemacht auf deine Art und Weise. Ja, eine kleine Stärkung auch für dich, dass du immer weißt, dass du von Gott wunderschön und wundervoll geschaffen wurdest. Gefängnis. Richtige Knast.
Dein Hund hat sich gemeldet. Dein Hund hat sich vorher kurz gemeldet. Ja, der macht sich immer bemerkbar. Der hat nie Probleme mit so kleinen Hunden, nur mit großen Hunden hat er Probleme. Da will er sofort drauf und er hat voll die Power auch, der Kleine. Das ist unglaublich. Warum gibt es in Dubai Kirchen? Dubai ist doch voll ein liberales Land, das überhaupt fast gar nichts mehr mit dem Islam zu tun hat. Leben die unter der Scharia? Nein. Dort wird ein Islam gelebt, der überhaupt gar nichts mit Islam zu tun hat. Fernab von jeglicher Realität von Allah und seinem Gesandten. Ich sag euch, wenn zum Beispiel der Mohammed leben würde und er sich diese sein Islam ansehen würde, wie die das versucht haben zu erneuern, der würde anfangen, die Leute zu mobilisieren und diese ganzen liberalen Muslime alle die Köpfe von ihren Schultern abtrennen. Das ist so heftig. Die Muslime folgen einem Vorbild, der nicht zögern würde, sie alle umzulegen für ihr unislamisches Verhalten. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist unglaublich. Hetzhörer. Könnt ihr mich hören? Okay, perfectly. Maria ihren Gott geboren. Sie hat den Mensch Jesus Christus geboren, nicht Gott geboren. Gott lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Sohn kam als sterbliches Wesen auf diese Erde. Sie hat den Mensch geboren. Ja? Aber der Jesus Christus war schon in Ewigkeit Gott, bis zu dieser Zeitpunkt kam, wo er in diese Welt reinkam. Aber dein ignoranter Gott, Allah, sagt in Sure 6,101, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hatte? Also Allah denkt in seinem physischen Akt, hey ihr Christen, wie sollte Gott einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hatte? Das ist der bekloppteste Satz aus dem gesamten Koran, ehrlich. Wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Ja, Allah, ist es dir ohne Gefährtin nicht möglich? Nein, Amir. Deswegen frage ich doch in der 6. Sure, in Vers 101, wie sollte ich einen Sohn haben, Amir, wo ich doch überhaupt gar keine Freundin habe? Ach so, Allah, du brauchst also eine Gefährtin. Ohne Gefährtin ist es dir nicht möglich? Nein, Amir, habe ich doch schon gerade eben zu dir gesagt. Amir. Ja, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Hetzerei betreiben. Deine? Meine Hobbys sind Khair auf dieser App zu verbreiten. Mein Zitat lautet, diese Dunja braucht Khair.
wie willst du denn Khair in dieser Dunja machen, wenn der Mensch von Haus aus so ein widerliches Wesen ist? Sag mir bitte. Das hast du gerade gesagt. Ja? Das ist deine Interpretation von einem Menschen. Meine ist es. Nein, das ist die Interpretation vom Herrn. Denn der Herr sagt, es gibt niemanden, der gut ist hier auf der Erde. Nicht einer, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Ich habe eine Frage. Verstehst du? Allesamt haben sie gesündigt. Allesamt haben sie Fehler begangen. Okay. Alles. Außer einer. Außer einer. Kannst du mir den Namen sagen von dem, der nie einen Fehler begangen hat und der keine Sünde kannte? Da du gerade gesagt hast, dass alle Fehler gemacht haben, dass alle Menschen, wie können wir über einen anderen beurteilen aus nur Büchern oder Zitate oder sonstiges? Weil du gerade selber gesagt hast, jeder. Ja, wenn uns Gott etwas mitgegeben hat, jeder hat Fehler gemacht, jeder hat gesündigt und deswegen rufen wir die Menschen zur Buße auf. Du, mein Lieber, hast Fehler begangen, du, mein Lieber, hast gesündigt und du bist schuldig vor Gott. Aber da gibt es jemanden, so, jetzt musst du mir weiter zuhören, da gibt es aber jemanden, der keine Schuld kannte, der nie eine Sünde getan hat und dem auch noch niemals eine Sünde nachweisen kann. Und das ist der Name? Für dich ist es der andere Name, der für mich einen anderen Namen hat. Ist doch, ja, okay, wir lesen das in den, wir lesen das in den Büchern. Wir lesen das doch gerade in den Büchern. Okay, dann warum sagst du, dass das eine Hetzerei ist, was du machst? Ich mach doch Spaß. Das war, du kennst doch, wir machen uns lustig über diese ganzen Leute, die sagen, Hetze. Nein, du siehst doch, dass die Leute immer sagen, Hetze, obwohl wir über einige Bestandteile des Islams reden und einige Dinge klarstellen. Das betiteln sie also als Hetze. Das ist doch Quatsch. Nein, ich zitiere doch nur, ich gebe meine Meinung wieder. Mein Lieber, hörst du mir zu oder möchtest du einfach nur so einfach reden und nicht das auf dich wirken lassen? Ich lasse das auf mich wirken, aber es muss ja auch einen Sinn machen. Ja, anscheinend nicht. Deine Wirkung macht das für dich keinen Sinn. Ja, macht das für dich keinen Sinn, mein Lieber, macht das für dich keinen Sinn, wenn ich mich erkläre und sage, das ist keine Hetzerei. Das ist seine Meinung wiedergeben, das ist Zitieren aus dem Koran, das ist Mohammed wiedergeben, das ist die Gelehrten wiedergeben. Wenn das also Hetze ist, was ich mache, dann ist der Koran, die Gelehrten und Mohammed eine einzige Hetze. Mashallah, du bist im Gang 7, man kann ja nicht mit dir darüber reden. Von daher muss man dich so lassen, wie du bist. Aber da du ja ein Ex-Muslim warst und die andere Seite auch gesehen hast, wo du ja auch gestern gesagt hast, meine Familie praktiziert noch oder es sind noch Schiiten. Ja, deswegen, ich meine... Ich habe gesagt, sie sind noch mit diesem muslimischen Kopf immer noch dabei. Ob sie jetzt dies oder das machen oder jenes machen, das steht nicht zur Sache. Aber was meine Familie ist und was sie nicht ist, habe ich ja schon... Sie lassen mich meine Denkweise haben. Ich sage ja, meine Eltern sind in der Sache sehr, sehr liberal unterwegs, so wie viele andere Eltern ja auch. Die meisten Eltern haben Angst, sie sagen, sie sind alles Muslim, aber sie haben Angst, dass die Kinder sich extremst mit dem Islam auseinandersetzen und aus ihnen so radikale Wesen wird. Weil es könnte durchaus sein, dass sie dann zum Beispiel zu Predigten gehen von irgendwelchen Muslimen und sich dort vergiften lassen von irgendwem. Du siehst doch, dass das alles so Demagogen sind, die nur darauf warten, irgendwelche labilen Leute zu fischen. Ich habe das doch selber gesehen mit meinen Augen, als ich in Herbst war. Da war so ein Deutscher konvertiert, das machen die mit den Deutschen, Gehirnwäsche. Und da wollten die den so als Kanonenfutter nach irgendwie Afghanistan oder wo auch immer, nach Syrien, Irak und sowas schicken. Du musst dir mal vorstellen, wie heftig. Also Bruder, ich bin... Jeder Mensch hat seine Meinung. Das machen Muslime. Ich kenne Muslime. Das sind meine ehemaligen Glaubensgeschwister. Und ich weiß, wie heftig die sind. Wie gut die reden können, um dich so um den Finger zu wickeln, dass du am Ende denkst, ja, ich schnür mir einen Bombengürtel um den Bauch und los geht's. Weil ich Fisabilillah kämpfen will und mein Leben für Allah Sache einsetzen will. Du weißt gar nicht, wie heftig die Muslime sind. Die haben es drauf, dich so um den Finger zu wickeln, aber vom Allerfeinsten. Psychologie. Die waschen dein Gehirn und dann geht's los. Du siehst ja die ganzen Leute, die zum Beispiel an der Lease-Aktion teilgenommen haben. Das waren Kinder. Und dann trafen sie auf andere Muslime, die sehr gut reden können. Die sehr gut in dein Gewissen reinreden können. Und da fängt die das Problem an. Und da müsste der Staat sofort dazwischen gehen und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Weil es kann sein, dass durch eure Gehirnwäsche die Menschen auf einmal total sich radikalisieren.
Aber eine Frage habe ich, wie viel von den Prozent, den du kennst oder von das, was du gerade behauptest, wie viele Prozent sind davon nach Syrien gegangen und wie viele Muslime sind nicht gegangen, die das, was du gesagt hast, gerade mitbekommen haben in Bochum, Nordrhein-Westfalen, Frankfurt, überall? Ja, ist das nicht eine Schande, dass überhaupt jemand, also auch nur eine Seele, nach Syrien ausgewandert ist, um sich zum Beispiel in einen Dschihad umzubringen und andere Menschen zu töten? Ist das nicht eine Schande, auch nur eine Seele dahin geschickt zu haben, dass eine Mutter weinen muss um ihren Sohn, wegen dieser Religion, wie viele, dass sie ihren Sohn verloren hat? Wie viele bringen sich tagtäglich Suizidgefahr oder begehen hier in Deutschland irgendwelche andere schwere Taten, die auch nichts mit Religion zu tun haben? Ja, aber was machen wir denn, wenn auf einmal Gott ihnen diesen Befehl gibt und sie sagen, ja okay, wenn Gott mir das sagt, dann ist das schon in Ordnung so. Da fängt doch die große Katastrophe an, wenn sie die göttliche Legitimation dazu bekommen. Ja, aber das ist ja genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Du sprichst eine psychische Krankheit von Menschen an, die unter psychischen Problemen leiden, aber es gesunde Menschen gibt, die glauben, dass das Wort Gottes ist und praktizieren und in die Tat umsetzen wollen. Und die bei klarem Verstand sind und sagen, ja okay, wenn mein Gott mir das befohlen hat, dann werde ich das in die Tat umsetzen. Ich will doch kein... Frevler sein kann, Ungläubiger. Lasst aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut, wenn ihr wahrhaftig seid. Die Muslime wollen wahrhaftig sein und gehen fisabilila kämpfen. Gibt es den Ersten Weltkrieg als erstes oder den Wovon Islam? Redest du eigentlich, Mann? Gibt es den Ersten Weltkrieg oder den Islam erst? Der Islam kam doch zuerst als der Erste Weltkrieg, oder nicht? Aha. Wer hat den Ersten Was redest Weltkrieg du da, Mann? Ja, wer hat den Ersten Weltkrieg begangen? Der Islam hat 270 Millionen Tote hinterlassen. Seit Mohammed gestorben ist, gab es nur Blut, Leid, Mord und Elend. Bis heute hört der Islam nicht auf zu töten, zu töten, zu töten, zu töten. Wovon redest du da eigentlich? Wovon redest du da eigentlich? Tagtäglich werden Menschen wegen dieser Religion getötet. Tagtäglich, jeden Tag. Terroranschläge in Irak, Bombenanschläge, Selbstmordattentate, die hören niemals auf. Ach so, die Amerikaner sind auch... Nur vom Islam sehen wir das. Ach so, die Amerikaner sind Moslems. Hier geht's um eine Religion, hier geht's um eine religiös motivierte Tat, mein Lieber. Und nicht ja, von Menschen, die... Ja, die von anderen Weltmächten gefördert wird. Das ist doch ridiculous. Ukraine, Russland, es werden Was? Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Amerika, Russland vertreten doch nicht irgendwie Gottes Weise und sagen, Gott hat uns befohlen, in die Länder einzumarschieren und so und so und so. Aber Allah verlangt das von den Muslimen, dass sie die gesamte Welt, dass sie die gesamte Welt erobern. Was redest du denn da, Mann? Sei doch nicht so gehirnlos, Mann. Was ist los mit dir? Schalt doch mal dein Gehirn ein. Ist deine Meinung, dass die Muslime die Amerikaner anrufen und sagen, kommt in unser Land, weil wir Muslime sind und Krieg anfangen wollen? Nein, das sind Menschen. Ist das ein, der ist völlig fertig. Ne? Ich habe dir gesagt, dass Amerika andere Interessen vertritt. Bodenschätze von den Ländern auszurauben und sowas. Aber hier sehen wir, dass die Muslime befohlen sind von Allah, die gesamte Welt zu unterjochen, dem Islam zu unterjochen. Möchtest du das nicht begreifen? Wenn jemand die göttliche Legitimation von Allah bekommt, zu kämpfen und die Ungläubigen zu unterdrücken, ja, da haben wir ein Riesenproblem. Da haben sie den Befehl von Gott. Möge Allah in deiner Seele Khair bringen. Zitat von mir. Diese Dunja braucht Khair. Und einer von denen bist du. Auf einmal brauche ich Khair. Ne? Ich sag dir, verlass alle den Islam und wir haben eventuell ein bisschen mehr Frieden auf dieser Erde. Das ist aber deine das ist Meinung. Khair. Ja, das ist Khair. Das ist so Wahnsinn, ey. Vergleicht Amerika mit Muslime, ey. Muslime sind von ihrem Gott befohlen worden, die gesamte Welt zu unterjochen. Die Muslime teilen die Welt in Ungläubige und Nichtgläubige, also in Ungläubige und Gläubige. Darad Harb und Darad Islam. Haus des Islams, was schon islamisiert wurde, und Darad Harb, Haus des Krieges, wo Allahs Gesetze noch herrschen müssen.
Das ist der Wahnsinn, Mann. Und dann kommt so einer und vergleicht Äpfel mit Birnen. Ja, was ist mit Amerika? Was ist mit Erste Weltkrieg? Ja, das ist doch alles schrecklich. Alles schlimm. Das verurteilen wir doch. Aber was ist mit dieser islamisch motivierten Tötungsmaschine? Alles relativieren, alles relativieren. Amerika. Immer ablenken, nicht vom Islam reden. Seit 1400 Jahren ist der Islam nur am Morden. Bis heute. 2023 und der Islam hört nicht auf damit. Richtig am Ende, ey. Da merkt man, was für ein Gehirn da auf einmal auftaucht, ey. Wie die auf einmal so... Es ist für mich unvorstellbar, welche so Gedankengänge da auf einmal auftauchen, ne? Hallo, Ami, grüß dich. Hi. Hi, mein Lieber, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte ganz kurz was zu den Reswan sagen, weil anscheinend scheint das bei dem irgendwie nicht abzukommen. Also langsam habe ich echt das Gefühl, diese Religion ist wirklich was für Sonderschüler. Ich sag doch, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Also ich verstehe nicht. Also entweder, also der kann das kognitiv nicht auffassen, was du erzählst, oder irgendwie, weiß ich nicht. Genau. Auf jeden Fall, Reswan, falls du hier drin bist, schau dir doch mal einfach mal die zwei größten Genozide in der Menschheitsgeschichte an und dann wirst du feststellen, wer damit zu tun hat. Also man muss ja nur lesen, denn man braucht ja eigentlich, ne? Man muss lesen, auffassen. Wer ist das nicht? Ja, der will ablenken. Der will ablenken von diesem islamischen Wahnsinn und will auch, will das Thema auf Amerika und sowas fokussieren. Und sagen, ach, guck mal, wie schlimm Amerika ist. Natürlich hat Amerika sehr viel Unsinniges getan, sehr viele unschuldige Menschen getötet. Aber woher nehmen sie ihre Motivation? Sie sind teuflisch unterwegs. Aber wenn ein Muslim auf einmal kommt und sagt, oh mein Gott, hat mir aber befohlen, die Ungläubigen zu bekämpfen und Jizya zum Beispiel von ihnen zu verlangen, religiös mit motiviert, da haben wir ein Riesenproblem. Ja, ja. Vor allem hier schreibt einer im Chat, Cash, warte mal ganz kurz, Cash Money Flow, zwei Lügner, lies doch einfach selber nach, wenn du das nicht glaubst. Und was ich dem Reswan noch sagen wollte, falls er hier drin ist, der größte Genozid, der verübt worden ist, ja, war an die Inder. 80 Millionen Inder sind damals verstorben, ja. Und Afrika. Genau. Afrika, Millionen von Afrikanern wurden abgeschlachtet von den Arabern. Genau. Die haben sich die ganze afrikanische Welt mit in die islamische Welt verschleppt. Muss ich mal vorstellen, was der Islam da angerichtet hat. Deswegen sage ich immer, ein Afrikaner, der sich bewusst für den Islam entschieden hat, der hat überhaupt nichts in der Geschichte begriffen, was der Islam angerichtet hat. Ja, der muss sich also hinsetzen und nachrecherchieren. Amir, der Reswan ist noch drin. Der schreibt im Chat, ich soll meine Seele nicht verbauen. Also der hat es immer noch nicht gerafft. Ja, man kann eigentlich, das ist eigentlich traurig, aber ich lache darüber, das ist Wahnsinn. Ja, da, wie gesagt, Reswan, geh noch mal zur Schule mal ein paar Jahre, weil anscheinend warst du nicht in der Schule. Tut mir leid. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, traurig, traurig, ja, man traurig. Kann Leuten, man kann den Leuten nicht mal weiterhelfen. Also wirklich, da kannst du mit Fakten kommen, mit Argumenten kommen, mit Beweisen kommen, ich weiß nicht. Vielleicht müssen die da selber spüren. Ja, die sind resistent ja, für Beweise, für Argumentation, resistent. Du kannst da machen, was du willst, bei einigen Menschen kommst du nicht durch. Nee, egal wie du ihnen Beispiele nennst, egal wie du es ihnen erklärst, sie möchten es nicht, verstehst du? Sie wollen es nicht begreifen, weil sein eigenes Weltbild bricht zusammen. Seine Meinung muss ja dann auch geändert werden und darauf haben die meisten keine Lust. Sie wollen ihre Meinung so dermaßen durchsetzen, das ist unglaublich. Anstatt nachzudenken und zu sagen, ja, der Islam hat eine religiös motivierte Tat vollbringt, religiös motivierte Tat. Das heißt, dass sie von Gott diesen Befehl bekommen. Aber Amerika bekommt nicht von Gott den Befehl. Sie machen es einfach, weil die geopolitische Strategien verfolgen. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das muss doch hier oben Klick machen, das muss man doch begreifen. Ja, Amerika hat ja eine ganz andere Interessen auch. Ne? Ganz andere Interessen. Ja, aber der Islam möchte die gesamte Welt unterjochen unter Allahs Gesetze. Genau. Und das sagt Allah in Sure 8, Vers 39, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Da siehst du mal wieder den Befehl, alles zu unterjochen, damit die sämtliche Verwirrung auf Allah allein gerichtet ist. Immer und immer wieder. Ja, richtig. Ja gut, das wollte ich nur sagen.
Da kannst du noch danke mal dir, danke andere dir Kollegen reinholen. Gott sei Dank gibt es ja noch Menschen, ja. Gott sei Dank gibt es noch Menschen, die ja bei klarem Verstand sind und begreifen, ja, ja, worum wir reden. Ja, richtig, richtig. Aber es werden immer weniger, leider. Gott segne dich, mein Lieber. Bis Gott dann, mein Junge. Ciao. Ja. Okay, ciao, ciao. Hallo Armin, hörst du mich? Ja, hi mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Armin, meintest du vorhin, dass der Islam, der will die ganze Welt beherrschen, ja? Ja. Okay. Was sind das für Leute, die momentan diese Welt beherrschen? Wie willst du sie nennen? Teuflisch Besessene? Genau, du stimmst mir doch zu, dass es eine satanische Agenda ist, die dahinter steckt. Natürlich, absolut. Die neue Weltordnung ist absolut satanisch und wenn die, genau, Menschen versklaven, aber auch das, der Islam möchte das Ganze, er möchte auch die Menschen versklaven. Du, nein, siehst also, dass der Fangarm des Teufels mehrere hat. Schau mal an mir. Der Fakt ist, dass diese Leute wollen ja eine neue Weltordnung etablieren, ja? Und wir Muslime, genauso wie ihr Christen, warten auf Jesus, dass er zurückkommt. Ja, aber ihr wartet auf einen falschen Jesus, der zurückkommt, um Kreuze zu zerbrechen und Schweine zu töten. Amir, das ist deine Meinung. Ich vertraue lieber der Bibel. Jesus, wenn Jesus zurückkommt, kommt er und herrscht dann mit den Gesetzen Gottes. Also es kann nur eine Weltordnung geben. Du wirst, okay, bald sehen, wo du und deine Islam, Muslime 1,6 Milliarden Menschen Islam, hingehen wirst. Der Islam, Amir, ist die einzige Streitmacht, die dieser satanischen Agenda die Stirn bieten kann und wird. Ihr seid doch total unterjocht von Satan. Satan hat euch doch übertrieben unter Kontrolle, Mann. Ohne, dass du es begreifst. Und was ist mit der Ist dir schon mal aufgefallen? Bitte? Ist dir schon mal, auch ein Satanswerk, ist dir schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel die Satanisten nie die Bibel, nie den Koran angreifen? Warum? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Ach, du meinst, warum die ganze Welt, wenn sie sich über Propheten lustig machen, antworten, warum sie das mir immer über Jesus machen? Antwort, nein. Ja gut, sie machen sich lustig über den Propheten, weil er diese ganzen Quatschaussagen aus Bukhari und sowas gebracht hat. Das, nein, ist ja gar, nein, kein Thema. Aber du merkst, dass der Jesus Christus aufs Übelste verspottet wird immer. Genau, ja. Und die Kreuze immer umgedreht werden. Die Satanisten benutzen ja das als Symbol, ne, für Satanismus. Dass sie das Kreuz umdrehen und genau das gleiche macht Allah auch in Sure 4, 157. Er macht das Berg am Kreuz zunichte. Bist du gerade diese Kürbiskerne am Kauen? Entschuldigung, ja. richtiger Muslim. Ja. Nee, das ist so ein Hustenbonbon. Das ist von Hustenbonbon? Ja, ich habe gerade draufgebissen, deswegen. Also, Mann, ich wollte dir so sagen, du hast mich voll auf ein Konzept gebracht. Ich frage dich, genau, mal eine Sache. Genau, warte, jetzt weiß ich wieder. Warum, ja, denkst du, ist das denn eigentlich so, dass die Welt sich meistens über Jesus lustig macht? Weil der Teufel ein Problem mit Jesus Christus hat, nicht ein Problem mit dem Islam. Islam hat er ja total unter seiner Kontrolle. Er hat euch schön da reingebracht, damit ihr auch an Frauen mit schwellenden, du weißt schon was, glaubt. Und 72 Jungfrauen hat er euch schön unter Kontrolle gebracht. Und ihr hinterfragt das auch nicht mehr und denkt, dass es von Gott ist. Und da sehen wir auf der anderen Seite, dass der Herr Jesus Christus als ein Sündloser, als der Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist, von Satan angegriffen wird und sein Werk am Kreuz versucht wird, kaputt zu machen, weil die Vergebung der Menschheit darin liegt, ne? Also ich denke, das liegt eher daran, weil die eben ganz genau wissen, dass er zurückkommen wird. Und deswegen macht man sich da jetzt die ganze Zeit drüber lustig. Aber ja, ich finde halt, stell dir mal vor, Mohammed behaupten, Mohammed war ein Schwarzer, der einfach nur so dahergelebt hat und ein rechter Fuß hatte und kein Prophet war. Würdest du nicht auf die Gedanken kommen, zu sagen, nein, Armin, das stimmt gar nicht. Wir haben in unseren Schriften doch verzeichnet,